Hallo Leute da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ihr seht mich schon grinsen. Es wird mir Spaß machen, diesen Artikel zu zerpflücken. Eltern, TikTok, Zukunftsangst. Warum junge Männer in Deutschland nach rechts abdriften. Ich höre nur Mi, Mi, Mi. Aber gehen wir mal rein. Ja, Gott, wie rechtsextrem. Mit Deutschlandflaggen, das geht ja gar nicht. Die jüngste Shell-Studie offenbart alarmierende Tendenzen. Ein Viertel aller jungen Männer bezeichnet sich als rechts. Nur ist viel zu wenig. Immer mehr Jugendliche fühlen sich von populistischen Botschaften angezogen. Welche populistischen Botschaften wir haben, gucken wir uns noch an. Experten sehen mögliche Ursachen im Elternhaus. Ja, schlechte Erziehung. Na, und in einer äußerst erfolgreichen Strategie der AfD. Echte Männer sind rechts, behauptet Maximilian Krah auf TikTok. Der AfD-Politiker richtet seine Worte direkt an junge Männer vor den Smartphone-Bildschirmen. Eine Aufforderung zum Rechtssein im 20-sekündigen Hochkantformat verpackt als Dating-Tipp, dann klappt's doch mit der Freundin. Das Video sammelte rund 1,4 Millionen Klicks, 10.000 drückten den Gefällt-Button. Mittlerweile ist die Aufnahme mehr als ein Jahr alt. Doch mit der jüngst vorgestellten Shell-Jugendstudie gefinden die fragwürdigen Ratschläge des AfD-Spitzenkandidaten bei der vergangenen Europawahl wieder in Aktualität. So viel zur neutralen Presse. Hier kommt gleich die erste Bewertung. Fragwürdig. Denn laut der repräsentativen Umfrage bezeichnet sich jeder vierte junge Mann in Deutschland als rechts. Wie gesagt, das ist viel zu wenig. Das heißt, 75% sind. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ein deutlicher Anstieg seit der vergangenen Befragung vor 5 Jahren. Damals ordneten sich weniger als jeder fünfte männliche Jugendliche als rechts oder eher rechts ein. Zudem ist die Shell-Studie zwar die jüngste, allerdings lange nicht mehr die einzige Studie, die der Jugend einen Trend zu rechten Positionen attestiert. Schließlich wurde die AfD unter Jung- und Erstwählern bei der Europawahl im Juni zweitstärkste, bei den Landtagswahlen im Osten sogar stärkste Partei. Das Vierte Reich steht bevor. Einen allgemeinen Rechtsruck der Jugend schließt die Shell-Studie trotzdem explizit aus. Ja, da ist auch der Wunschvater des Gedanken, ne? Vielmehr führe die zunehmende Politisierung dazu, dass sich die Jugendlichen stärker als in den vergangenen Jahren an den politischen Rändern ansiedeln. Tatsächlich ist nur der Anteil junger Männer gestiegen, der sich als rechts oder eher rechts bezeichnet. Auch ordnen sich sowohl mehr männliche und auch weibliche Jugendliche dem linken und eher linken Lager zu als noch 2019. Im Schnitt verortet sich die Jugend damit noch immer leicht links der Mitte. Ja, das heißt aber, dass wir hier eine stärkere Polarisierung der Gesellschaft haben. Genau das, was geplant ist von oben, die Spaltung der Gesellschaft. Na, da haben wir es wieder. Das Spiegelbild der Gesellschaft. Alarmierende Tendenzen gibt es mit Blick auf die Details der Studie trotzdem. Wir werden alle sterben. Populistische, autoritäre, teils sogar rechtsextreme Denkweisen haben deutlich zugenommen. Nein, wartet, Entschuldigung, ich muss noch machen. Teilweise sogar rechtsextreme Denkweisen haben deutlich zugenommen. Ich bin gespannt. So halten etwa 18% der Jugendlichen Gewalt zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte für legitim. Haben die die Taliban uns befragt? Oder die 50%, die eine Scharia möchten? Ach nee, die haben die Deutschen befragt, ne? Wahrscheinlich. Ja, die immer mal gut. Okay, ja, wenn ich mir so angucke, was auf der Straße passiert, dann wäre Gewalt manchmal die eigene Lösung, und zwar im Akt der Selbstverteidigung. Wenn das gemeint ist, würde es mich nicht wundern. 44% finden, dass eine starke Hand mal wieder Ordnung in unseren Staat bringen müsse. Schließlich stimmen trotz mit der Linksverortung fast die Hälfte aller Jugendlichen, 48%, folgende Aussage zu: Der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche. Fake News! Das stimmt ja gar nicht. Also das mit der starken Hand nochmal, ja. Das heißt ja nicht automatisch, dass du meinst, du brauchst einen Führer, ja? Sondern das kann ja auch bedeuten, dass du mal Politiker haben möchtest, die Format haben, die mal Eier haben, auch gegen die EU zum Beispiel. Ja? Die auch mal sagen, ey, es reicht jetzt, wir machen das jetzt anders und Amigo Home oder sonst was. Das könnte ja auch mal etwas sein, wo eine starke Hand da ist. Ja? Und die Ordnung in den Staat bringt. Es muss ja nicht gleich sein, dass ich eine Diktatur möchte. Und interessant ist aber, wie gesagt, auch der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche. Ja, das ist natürlich absolut rechtsextrem, die Aussage, aber wahrscheinlich ist sie wahr. Die Jugend ist also deutlich empfänglicher für Populismus. Ja, das ist voll populistisch, genau, bestimmt. Das ist wahrscheinlich genauso populistisch, wie wenn ich behaupte,
dass es Statistiken gibt, dass die Vergewaltigungsrate gestiegen ist und dass es mehr Gruppenvergewaltigung gibt und dass ständig mehr abgestochen wird und dass wir Terrorakte auf Livestreams haben. Das ist bestimmt auch populistisch, ne? Gut, Rechtsextreme würden sagen, das ist einfach die Wahrheit. Aber, okay. Das sei erschreckend, allerdings keineswegs überraschend, sagt die Politikwissenschaftlerin Sabine Akkur im Gespräch mit NTVD. Jetzt kommt der Erklärbär nämlich an. Oder die Erklärbärin. Die Jugendlichen sind das Spiegelbild der Gesellschaft. Was für eine kraftstrotzende Aussage. Hätte ich nicht besser sagen können. Und diese wird immer anschlussfähiger für antidemokratischen Populismus, wie etwa die Mitte-Studie 2023, an der auch Akkur mitgeschrieben hat, belegt. Ja, und jetzt wird natürlich wieder klar Folgendes gemacht. Framing ist, mehr rechts ist mehr Antidemokratie. Nee, mehr rechts wäre mehr Demokratie, denn die AfD möchte eine Volksabstimmung. Ne? Also dieses Framing ist halt immer da, aber es stimmt halt nicht. Vermeintlich einfache Lösungen in krisenhaften Zeiten, etwa die Erklärung von Migration zur flächendeckenden Ursache gesellschaftlicher Probleme, finden insgesamt mehr Anklang. Ja, natürlich, einfache Lösungen gehen halt gar nicht. Ne? Die sind also, wenn es eine einfache Lösung ist, ist es auf jeden Fall falsch. Ja, aber beleuchten wir das mal mit der Migration. Wir geben immer mehr Geld dafür aus, unsere Krankenkassenbeiträge steigen. Diese Leute wählen dann auch noch linke Parteien, weil sie fett eingebürgert werden, was wiederum bedeutet, dass immer mehr Linke uns regieren und wir damit ja auch den Absturz der deutschen Wirtschaft und des Wohlstandes hinlegen. Wir haben mehr Gruppenvergewaltigung, wir haben mehr Vergewaltigung, wir haben nachweislich mehr Migrantengewalt gegen Polizisten, wir haben mehr Messerstechereien und Gewalttaten, wir haben Terrorismus, der live gefilmt wird. Also ich finde schon, dass das eine ziemlich flächendeckende Ursache ist. Ja, eine ganze Menge kann man damit gut erklären. Ja. Gut, wir können also nicht erwarten, dass die Jugend diesem Trend standhält und am Ende unsere Demokratie rettet, manche Experten. Nee, völlig bullshittige Aussage. Wenn ich das anprange und dagegen bin, tue ich ja gerade was für die Demokratie und nicht gegen die Demokratie. Was hier in diesem Staat gemacht wird, seht euch bitte das Video über Mardin Sellery an, ja, das ich gemacht habe. Das ist antidemokratisch. Das, was die Regierung tut, nicht das, was die Opposition tut. Aber ich nehme an, dass die Dame links gewaschen ist und entsprechend vorbelastet solche Studien erstellt. Vielleicht arbeitet sie noch bei Bertelsmann, wer weiß. Bei der Bertelsmann Stiftung, es würde mich nicht wundern. Gut, zumal das Bild der stets linksprogressiven Jugend ohnehin überholt sei, wie der Generationenforscher Rüdiger Maas bei NTV betont. Das Stichwort in diesem Zusammenhang lautet Neokonventionalismus, was auch immer das sein mag. Die jüngeren Generationen rebellieren immer weniger gegen ihr Elternhaus. Der Wunsch zur Abgrenzung auch durch politische Überzeugung wird kleiner. Ja, wenn du weniger Rebellion gegen die Eltern hast, sagt das übrigens auch eventuell aus, dass im Elternhaus vielleicht was besser geworden ist. Ne? Könnte nämlich auch sein. Weil das vielleicht mehr Akzeptanz, mehr Wertschätzung für die Kinder da war. Das muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Weil Rebellion gegen das Elternhaus gesellschaftlich gewünscht ist schon wieder Spaltung. Ne? 68er. Ne? Oder denkt an Mao. Nur so als Beispiel. Ne? Das ist auch immer eine Möglichkeit, Gesellschaft zu spalten, jung gegen alt. Zudem sind Eltern heutzutage viel näher an ihren Kindern und damit auch in den Räumen der Jugend, die das viel stärker akzeptiert, fährt Maas fort. Das kann die Mutter sein, die ihre Tochter täglich durch die Gegend fährt, oder aber der Politiker auf TikTok. Diese Weise vermischen sich auch die Werte der Generation. Traditionelle oder rechtskonservative Werte werden zwangsläufig stärker wahrgenommen und möglicherweise übernommen. Ja und? Ist das schlimm? Eigentlich nicht, ne? Die Überbehütung. Nun ist die Übertragung von Werten das eine, die Anerziehung von Hilflosigkeit das andere. Übrigens merke ich jetzt auch, sie versuchen uns jetzt wieder alles zu erklären, den Rechtsruck, ohne natürlich was Offenliegendes zu nehmen, nämlich antidemokratische Tendenzen, erstickende politische Machtannahme und vor allem die überbordende Migration und dass unser Wohlstand den Bach runtergespült wird. Das wird bisher nicht genannt und ich würde vermuten, es kommt auch nicht bis zum Ende des Artikels. Man sucht natürlich immer irgendwo irgendwelche Ausreden, weil man natürlich auf die echten Themen nicht hin will, weil das würde ja als politischen vorgegebenen
Linie nicht entsprechen. Aber gut, schauen wir mal trotzdem die schwachen Erklärungsversuche von NTV an. Nun ist die Übertragung von Werten das eine, die Anerziehung von Hilflosigkeit das andere. Maß erklärt, wenn ich mein Leben lang überall hingefahren werde, mir generell jede Verantwortung abgenommen wird, dann habe ich nie gelernt, mein Handlungsspielfeld wahrzunehmen, möglicherweise sogar selbst den Weg zu wählen. Ja, und was hat das jetzt mit rechts zu tun? Willst du mir jetzt sagen, das sind so abhängige, arme, kleine Dinger und deshalb wählen die rechts, weil die nicht selber entscheiden können oder was ist der Plan? Oder wie? Und es ist ja nicht etwa so, dass der Staat als Nanny-Staat den Leuten immer mehr wegnehmen will, oder? An Verantwortung. Ich erinnere mich noch daran, dass staatlich verordnet irgendwelche Sonnencremespender aufgebaut werden sollen. Wir haben einen völligen Nanny-Staat, der uns komplett die Eigenverantwortung entzieht und er will es auch, um uns zu willfährigen Sklaven umzuerziehen. Das ist ja der Grund, warum es passiert. Na gut, gehen wir mal rein. In der Folge übertragen die Jugendlichen immer mehr Verantwortung auch auf den Staat. Er trägt nun die Verantwortung dafür, dass der Jugendliche einen Studienplatz, einen Job und ein Wohnungsangebot erhält. Passiert dies nicht, mache sich schnell ein Gefühl von Ohnmacht breit. Im Grunde wünsche ich mir einen totalitären Staat, der in meinem Sinne agiert, sagt Maas. Und gewissermaßen finden die Jugendlichen das bei der AfD, die ihnen suggeriert, der Staat sollte dafür sorgen, dass es dir besser geht. Das ist so an den Haaren herbeigezogen und lächerlich. Weil es wieder dieses dumme Framing ist mit der AfD, gibt es einen totalitären Staat. Es ist kompletter Schwachsinn. Es wird regelmäßig ausgeblendet, dass die ganzen Anfragen, die kleinen, die immer irgendwelche Schandtaten aufdecken, von der AfD kommen oder vielleicht auch mal von der Linkspartei. Es wird hier regelmäßig verschwiegen, dass die AfD sich für mehr Demokratie, für mehr Grundrechte und für Volksabstimmung einsetzt. Es ist immer dieses Gelüge, dieses Framing, diese aufgebaute Matrix der Medien. Die AfD ist nationalsozialistisch quasi und ist totalitär und will eine Diktatur einführen. Das wird den Leuten ins Hirn gehämmert. Und es stimmt halt aber überhaupt nicht. Und damit ist diese Argumentation auch kompletter Schwachsinn. Und dieser totalitäre Staat ist nicht von der AfD aufgebaut worden. Was wir in Corona erlebt haben, war nicht die AfD. Das Totalitäre im Staat, wie ein Söldner behandelt wird zum Beispiel, wie mit der freien Meinung und den Grundrechten umgegangen wird, ist nicht die AfD gewesen, sondern die etablierten Parteien. Und wir haben einen völligen Nanny-Staat, der dir das Denken wirklich versucht abzugewöhnen und fordert, dass du im Rahmen der vorgegebenen Leitlinie denkst und bitte nicht ein Stück nach links oder rechts davon. Diese Argumentation ist wirklich hanebüchen. Und ja, der Staat sollte übrigens auch dafür sorgen, dass es dir besser geht. Das ist tatsächlich sein Job. Dass dabei oft demokratiegefährdende Ansätze und Äußerungen im Mittelpunkt stehen, wird demnach oft schlicht verkannt. So, wo ist das? Könnt ihr mir das beweisen? Könnt ihr das nachweisen, dass das so ist? Die demokratiegefährdenden Ansätze. Es ist wieder mal nur so eine dumme Behauptung. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen ist die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Auf Bundesebene ist sie ein Verdachtsfall. Ja, bestimmt von einem weisungsgebundenen Verfassungsschutz, der damit ganz klar die politische Konkurrenz für die regierenden Parteien aus dem Weg räumen soll. Es ist so offensichtlich, dass die politischen Parteien den Verfassungsschutz benutzen, um die eigene politische Konkurrenz loszuwerden. Man muss schon blind sein, um das nicht zu sehen. Trotzdem nehmen viele Jugendliche die Partei nicht als rechtsextrem und rechtsaußen, sondern als rechtskonservativ wahr, sagt Maas. Das heißt auch, für sie sind alle Parteien, die nicht mit der AfD koalieren, automatisch links. Ja, die Leute haben nämlich erkannt, dass es nicht die Nazi-Partei ist, was immer gesagt wird, ne? Eine Ursache für diesen Unterschied in der Wahrnehmung könnte in dem ebenfalls nach rechts gerückten Diskurs liegen. Von einer Brandmauer kann zumindest dort keine Rede mehr sein, sagt Politikwissenschaftlerin Akur. CDU-Chef Friedrich Merz behauptete beispielsweise im vergangenen Herbst, Geflüchtete würden das deutsche Gesundheitssystem ausnutzen. Ja, stimmt auch. Die kriegen nämlich alles, ja, während ich mich hier ausbeuten lasse und pro Monat über 1000 Euro zahle für Krankenkasse. Nur mal so, dafür kriege ich gar nichts, ja. Also ich könnte zum Arzt gehen, das ist alles. Das Zitat, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, von Bundeskanzler Olaf Scholz, prangt etwa zur selben Zeit auf der Titelseite des Spiegels, ja, und passiert ist bisher nichts. Für Jugendliche ist kaum zu verstehen, warum das nicht rechts die gleichen Aussagen von AfD-Politikern aber problematisch sein sollen. Ja, das ist ja auch so, genau so ist es ja.
Die Einstufung als rechtsextremistische Partei ist zu diesem Hintergrund schwieriger nachzuvollziehen. Ja, weil es halt auch willkürlich ist. Gerade für Menschen, die noch nicht lange mit Politik zu tun haben. Ja, die verstehen das nicht, weil die sind halt zu doof, ne? Also immer wenn es nicht passt, haben die Leute die gute Politik halt nicht verstanden. Also es liegt nicht daran, dass wir falsche Politik machen. Die Leute, die Wähler sind halt zu doof und raffen es halt nicht, ne? Das ist so ungefähr der SPD-Jargon. Und im Zweifel so die Experten, denken sie, wenn doch ohnehin alle gegen Migration sind, warum dann nicht das Original wählen? Merkt ihr eigentlich, dass ihr hier Futter für die AfD ohne Ende liefert? Merkt ihr das eigentlich gar nicht? Peinlich, ne? Zukunftsängste und Männlichkeit. Warum ersetzen junge Männer ihr Kreuz so viel häufiger beim Original als ihre Altersgenossinnen? Bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg wählten jeweils rund 10% mehr Männer als Frauen die AfD. Ganz einfach, weil Frauen anders sind als Männer. Männer haben begriffen, dass die ganzen starken, ich sag mal, hart Arabs und Türken, die auf Männchen machen und Alpha-Tier, dass sie damit die Frauen ziehen. Das war schon immer so. Frauen stehen halt im Schnitt drauf. Ausnahmen bestätigen die Regel. Emanzipation funktioniert nicht so ganz, wo Evolution vorherrscht. Und das starke Männchen gewinnt bei Frauen. Es ist einfach ein evolutionärer Trieb. Emanzen werden mich hassen für diese Aussagen, aber bei vielen Frauen ist das so. Markierst du das große Männchen, kriegst du die Frau. Und das können die Ausländer. Dieses Bild, dieses der starke Beschützer der Familie, das starke Männchen, das ist einfach ein evolutives Ding bei uns. Und wir sind, auch wenn wir verstandesbetonte Wesen sind, immer noch an die Evolution angekoppelt. Und es ist funktional. Machen wir uns doch nichts vor. Meine Lebenserfahrung. Und so funktionieren Männer dann eben, und dann siehst du eben auch im Konkurrenzkampf, wo Frauen vielleicht drauf stehen. Und Frauen stehen meistens nicht auf den netten Lappen, der mit dir reden möchte. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber dieses Gerede, ah, der Mann muss mit mir reden können und so. Ja, ist schön. Das sind auch gute Werte, gar keine Frage. Aber echte Männlichkeit ist immer noch attraktiv bei Frauen. Und wenn du wie der letzte Lappen rumläufst, ne, dann gibt es auch Frauen, die drauf stehen, aber viele stehen halt nicht drauf. Und ich glaube, das begreifen auch deutsche Männer. Das mag jetzt äußerst sexistisch sein, was ich hier gerade sage. Ihr könnt mich gerne im Kommentarbereich zerreißen. Aber ich denke, unsere Biologie und unsere Evolution, unsere evolutionäre Prägung hat einen Teil der Wirkung in unserem Verhalten. Das würde ich behaupten. Und Frauen sind oft meiner Ansicht nach sozialer, haben diesen Trieb, sich um die Schwachen zu kümmern. Das ist genau der Punkt, warum es Leute gibt, die behaupten, feministische Gesellschaften bedeuten immer den Untergang, ja, weil dann sozusagen dieser Hilfstrieb da ist und die Konkurrenzfähigkeit verloren geht. Habe dazu mal was gelesen, könnt ihr mal darüber diskutieren, ob das stimmt oder Bullshit ist. Man könnte jetzt bösartig sagen, also wäre der Artikel gewesen, den ich mal gelesen habe, ja, diese feministischen Gesellschaften sorgen eben gerade dafür, dass die ganzen Talons kommen, die Frauen abstechen, vergewaltigen und ja. Dann sozusagen die ursprüngliche Bevölkerung ausmerzen und am Ende das Ruder übernehmen. Ne? Das ist ja so die Argumentation bei feministischen Gesellschaften, ob das so ist, ne? Feministische Außenpolitik und so. Könnt ihr mal reinschreiben, vielleicht seht ihr das auch ganz anders. Ich zitiere das ja auch nur hier, ich sage ja gar nicht, wie ich dazu stehe, das lasse ich einfach mal außen vor, ist jetzt nicht Thema hier. In Betracht kommen ökonomische und soziokulturelle. Ach nee, warte mal, ich bin zu weit. Laut der Jugendstudie liegt der Anteil junger Frauen, die sich als rechts oder eher rechts bezeichnen, lediglich 11%, Männer 25% und ist seit Jahren nicht gestiegen. Diskutiert im Kommentarbereich. In Betracht kommen ökonomische und soziokulturelle Faktoren, schreibt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, in der Zeit. Boah. Schade, wenn ich schon Fratscher lese, weiß ich schon, dass nur Müll kommt jetzt. So belegen Studien, dass Abstiegsängste zu mehr Zustimmung zu antidemokratischen Ansichten führen. Ja, das alte Klischee. Ja, mehr Arbeitslosigkeit lässt die Leute rechts wählen. Es ist das alte dumme Klischee. Und es war schon immer dumm und immer albern, weil wenn ich Angst vor Arbeitslosigkeit habe, dann wähle ich Kommunisten, dann wähle ich Sozialisten, dann wähle ich links und nicht rechts. Das passt bei unserer Geschichte natürlich nur, weil die Nazis links waren. Was ja immer schön bestritten wird, aber sie waren nun mal links. Punkt. Ne? Nationalsozialisten. Ich habe schon mit Leuten geredet,
Die leugnen das. Du sagst aber, die heißen doch Nationalsozialisten. Nein, die sind rechts, die waren nicht links. Du kommst nicht gegen an, ne? Du kannst ihnen sagen, ey, weißt du, was die Leute teilweise gesagt haben? So, und nichts ist uns faster als das konservative Bürgertum und so, ne? Weißt du? Ist manchmal, die Leute sind wie vernagelt. Kommst du nicht ran. Du kannst ihnen vorlesen, Nationalsozialisten, und die stellen sich und sagen, nein, die waren rechts, die waren nicht links. Habe ich ganz irre Erfahrungen gemacht. Fand ich immer wieder wirklich erstaunlich, wie hart Propaganda wirkt bei den Leuten. Naja, okay. So. Genau. Dies trifft nun vor allem auf junge Männer zu. Im Schnitt haben junge Frauen heute eine bessere Qualifizierung als Männer, ja, wegen Quoten und so weiter. Und damit auch eine bessere Chance auf eine sichere finanzielle Lage. Ich denke, Frauen sind so abgeschlagen und die bösen Männer sorgen dafür, dass sie ständig weniger verdienen wegen Gender Pay Gap und so. Ja. Interessant, ne? Auf einmal ist es eine ganz andere Argumentation. Während sie von der Modernisierung profitiert haben, so Fratsch, erzählen Männer zu den Verlierern dieser Entwicklung. Schließlich seien es gerade im Osten überproportional viele Frauen, die aus strukturschwachen Gegenden abwandern. Zurück bleiben häufig Männer, die Schwierigkeiten haben, eine Partnerin zu finden, eine Familie zu gründen. Ja, ich will rechts, weil ich bin halt frustriert, weil ich nicht. Ich sag's jetzt nicht. Gut. So albern, ey, wie sie versuchen. Hier irgendwelche Gründe an den Haaren herbeizuziehen, es ist wirklich so albern, ey. Vor allem, wie sie sich selber in ihrem Narrativ widersprechen, ne? Neben Zukunftsängste und Frust weist Generationenforscher Maas vor allem auf die von den Parteien adressierten Themen hin. Am Ende geht es im linken Spektrum schlicht öfter um Punkte wie Gleichberechtigung und Feminismus und eben weniger um Themen, die klassischerweise für junge Männer attraktiv sind. Tatsächlich stellt auch die Shell-Studie einen deutlichen Interessenunterschied zwischen den Geschlechtern fest. Während es unter den jungen Frauen hohe Zustimmungswerte zu woken Themen wie etwa eine bunte, vielfältige Gesellschaft gibt, passt uns zu der These, die ich vorhin zitiert habe, waren den jungen Männern vor allem Punkte wie Männlichkeit, sportliche Autos oder Wettbewerb wichtig. Und genau diese Werte will man rausschleifen. Man will allen Wettbewerb wegnehmen, deshalb auch keine Bundesjugendspiele mehr. Man möchte uns alle gleich machen, man möchte jeden in Watte packen. Nur macht dich das schwach. Es macht eine Gesellschaft schwach, wenn du weniger Wettbewerb hast. Wir wachsen an den Herausforderungen im Leben. Wir wachsen nicht, wenn wir in Watte gepackt werden, sondern wir brauchen einen gesunden Wettbewerb, gesunde Herausforderungen. Das macht stark, wenn es keine Überlastung ist. Dieses in Watte packen macht dich zu einem Weichei. So ist es einfach. Der TikTok-Song. Videos wie jenes von Kra, die eine vermeintlich echte Männlichkeit zum zentralen Thema machen, stoßen also durchaus auf fruchtbaren Boden. Dass es auch dem Profil des AfD-Politikers etliche solcher Sequenzen gibt, dürfte dem zufolge kein Zufall sein. Mal geht es um unnütze Gender-Studenten, mal um die letzte Generation, der Kra zu wenig Testosteron attestiert. Der Politiker füttert die Interessen männlicher Jugendlicher ganz nebenbei, wird rechts sein, beziehungsweise nicht links, nicht schwach sein, als Mittel zum Glück propagiert. Ja. Kann man ja so sehen, ne? Und ja, unnütze Genderstudenten. Was schaffen die Produktives im Vergleich zu einem Handwerker, einem Bäcker oder jemandem in der Pflege? Die Frage kann man ja mal stellen, ne? Dabei ist Kras Account bei weitem kein Einzelfall, wie eine Studie der Dublin City University belegt. Demnach dauert es gerade einmal 23 Minuten, bis junge Männer auf TikTok und YouTube männliche Vorherrschaft propagierende Inhalte angezeigt bekommen. Natürlich. Vielleicht ist es auch einfach der Rückschwung, dass auch wir wieder Gleichberechtigung kriegen und nicht alles nach vorne gepusht wird, außer weißen Männern. Ja? Also stellt sich auf jeden Fall besser, wenn du heute Migrant bist oder irgendwie genderqueer irgendwas. Ja? Es gibt eben keine Lobby für junge weiße Männer. Die Lobby gibt es halt nicht. Obwohl sie danach suchen oder nicht, stoßen diese auch nur auf das kleinste Interesse, wie der Jugendliche im Anschluss regelrecht überschwemmt. Die Inhalte gleichen einem Sog aus Antifeminismus, Hass, Rassismus, Hass und anderen extremistischen Inhalten, wie die Studie beschreibt, natürlich. Was extremistisch ist und rassistisch und Hass, wie das definiert wird, das hätte ich auch gerne mal gewusst, aber ich bin ziemlich sicher, ich kenne schon das Muster, wie die Studie das definiert hat, ne? Digitale Räume sind zum ersten Einfallstor für rechtes Denken geworden, ganz besonders für junge Männer, bilanziert Akku. Ja, genau. Am besten mal die sozialen Medien verbieten. Die sind voll böse rechts alle. Komisch, dass so ein Prinzip, wie dir was angezeigt wird, bei linken Themen natürlich genauso ist, wird hier nicht beschrieben, ne? Und wie sehr eigentlich rechte Meinungen auch unterdrückt werden im Netz und wie du
medial vorgefiltert wirst, darüber spricht hier auch keiner. Oder über zum Beispiel den Trusted Flagger, ne? Allerdings, so die Politikwissenschaftlerinnen haben es die anderen Parteien der AfD gerade auf diesem Gebiet auch nicht gerade schwer gemacht. Vor allem vor den Wahlen seien die Rechtspopulisten fast dreimal stärker auf TikTok gewesen als alle demokratischen Parteien zusammen. Da wurde nonstop gesendet, den ganzen Tag. Natürlich verfängt sich das irgendwann in den Köpfen. Ja, du meinst also, die Lüge verfängt sich in den Köpfen, weil sie oft wiederholt wird? Komisches Argument würde ich auch auf der Gegenseite anwenden. Die digitale Strategie der AfD sticht hervor, doch sie ist nicht die einzige. Die Partei wisse genau, wie Bildungsarbeit funktioniere, sagt Akur. Im Prinzip übernehmen sie all das, was in den vergangenen 20 Jahren an Jugendarbeit weggekürzt wurde. Dazu gehört die Präsenz in Sportvereinen, speziell Kampfsportgruppen, aber auch die Organisation von Familienfesten. Man müsste es so deutlich sagen, meint die Experte, die AfD hat den vorpolitischen Raum so stark eingenommen, dass wir uns mit aller Kraftanstrengung auf die Hinterbeine stellen müssen, um diese Strukturen wieder zu demokratisieren. So, also wenn ich mich um die Leute kümmere, wofür die andere Politik, die eigentlich für das Wohl des Volkes da sein soll, nicht getan hat, wenn ich also den Leuten was Gutes tue und ihnen wieder helfe und wieder auf Jugendarbeit und sowas achte, dann bin ich irgendwie antidemokratisch und böse. Man könnte ja auch sagen, die kümmern sich um die Leute und ihr tut's nicht, weil ich der deutsche Wähler am Arsch vorbeigeht. Aber es ist natürlich antidemokratisch. Es ist wieder ein wunderbarer Propagandaartikel, wie man sich hier wieder in die Tasche lügt sozusagen, um nicht der Wahrheit Platz zu geben. Ja, wenn ihr es auch so seht, diskutiert, teilt bitte das Video. Ich habe sicherlich einige spitze Positionen heute ausgeteilt, was ihr dazu sagt. Ich bin gespannt. Ich habe immer nur eine Meinung und das war's von mir. Ihr könnt auch eine haben.